Robin Kamali. Guten Morgen zusammen, herzlich willkommen aus Almeria, Südspanien bin ich unterwegs für euch. Und ihr könnt es schon erahnen, gehen wir mal ein Stückchen ran, ne? Ich werde für euch heute mal die KTM RC 390 fahren. Ich möchte jetzt bitte mal ganz kurz, dass sich die Jungs miteinander aufstellen, die auch in einem Team sind. Das wäre ganz schön. Hallo, guten Morgen, Jens. Ja, bist gut drauf. Ja, es wird auch Spaß. Almeria, Sonnenschein, läuft. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Ah, du stehst im Schatten. Jetzt. Ja, in deinem Schatten. Also wieder eine 20.000 Euro Kamera, die verdeckt uns alle. Genau. Ich hatte ja gestern schon mal kurz angeschnitten, 11,5 Liter sind im Tank. Es sind wirklich 11,5. Also das, was gestern als Gerüchten ging, mit 15 oder 16 Liter, ist gelogen. Wir können es gerne ausprobieren, wird aber nicht funktionieren. Der Rainer hat es schon mal probiert. Und genau, wie war das gestern so? Es war komisch. Sehr komisch. Der Vorteil bei Rainer ist, er hat das Ding einfach auf die Schulter genommen und ist zurückgelaufen. Ruckepack, genau. Ich schaff's nicht. Was haben wir? 23. Ist das ein gutes Zeichen, oder? Wenn ich das wüsste, ich habe keine Ahnung. Die anderen sind ja gestern den ganzen Tag mit dem Mopeds gefahren, haben sie eingeschossen. Das ist ja alles total unfair. So, es wird nachher gestartet, ein Le Mans Start. Das ist quasi unser Team so. Sind nicht alle da? Das ist der Max, den kennt ihr auch alle. Ich hoffe. Wir werden das Ding rocken. Achso, was ist zu tun? Genau, wir fahren alle im Kreis, jeder ein Motorrad, einmal im Kreis rum und das Ganze so eine Art Langstreckenrennen. Ja. Aber spaßig. Das war schon mal gut. Wir sind, glaube ich, gut dabei, schon mal vom Start weg. Höchste Anspannung auf jeden Fall mit diesen super geilen Renngeräten. Also das wird richtig lustig. Das hier ist die Tankanlage. Hier wird nachgetankt. Und der Max ist jetzt der Erste auf jeden Fall. Und ich übernehme das Bike dann. Aber es wird abgewunken. Wir wissen aber alle noch nicht genau, wie es läuft. Wird trotzdem lustig. Später. Freunde, ein Rennen, das vor Spannung kaum zu überbieten ist. Der volle Wahnsinn mit diesen RC 390. Macht mega Spaß übrigens. Ja, Leistung wie eine Wanderdüne, aber du musst auch sehr präzise fahren. Das ist eigentlich das Lustige daran. Wir sind, glaube ich, alle noch gleich auf irgendwie. Das war cool. Und Max ist natürlich super erfahren. Ja, die RC 390 ist ein lustiges Fahrzeug auf jeden Fall. Schreibt gerne mal in die Kommentare rein, wie euch das Bike gefällt. Überhaupt. 390, geil, oder? Richtig geil. Ein bisschen also, zu klein das Fahrzeug für dich, oder? Ja, aber damit habe ich ja allgemein eigentlich Probleme. Ja, alle wollen jetzt wissen nochmal, wie groß bist du? 1,96, 1,97 so. Ja. Und ja, ist auf jeden Fall, du musst dich schon zusammenpferchen, damit du überhaupt da Platz hast. Aber ich sag mal, um die Strecke kennenzulernen und um so ein Fahrgefühl zu bekommen, ist so eine KTM gar nicht so verkehrt. Also ich habe mich zum ersten Mal richtig auf meine Fahrlinie konzentrieren können, weil du halt doch ein Stückchen langsamer unterwegs warst, damit bist du aber viel sauber gefahren, meiner Meinung nach. Brauchst keine 200 PS dabei. Nein, auf keinen Fall. Und der Transponder fehlt. Das ist ja auch gut. Ja, der fahren wir ohne Transponder. Deswegen ist der Pit, einfach nicht überrunden. Deshalb ist der Pit-In, der muss hier gut. So Leute, jetzt geht der
der Walter, wir haben unser richtiges Bike. Der Max ist aus Versehen mit dem falschen Motorrad losgefahren. Aber ist egal, wir haben eh den Transponder verloren. Von daher, alles wird gut, ne? Tschö. Und jetzt geht's direkt los in die Runde. Reifen sind natürlich noch nicht super heiß. Ich hoffe nicht, dass wir auch so viel Temperatur verloren haben. Ich lasse auf jeden Fall mal ruhig angehen. Oh, der Rainer vor mir. Aber das ist ganz gut, dass ich so ein bisschen Anhaltspunkt, was geht, und kann in den Windschatten schnappen. Das ist das Geile bei diesen Dingern hier. Juhu. So, läuft. Läuft, absolut. Rainer, was sagst du? Bist du schwer? Ja, der geht immer vorbei. Ich bin aber auch zu schwer. Zu schwer. Christoph, RC93, können wir kaufen und dann fahren wir Rennen. Wären wir noch Rennfahrer. Also sogar auf so einer recht flotten Rennstrecke mit dieser ewig langen Geraden. Ja, da kann man wirklich ausruhen auch. Ja, und vor allem jedes Kilo macht was aus, Freunde. Nutzt den Winter bitte. Speckt ab, es ist Wahnsinn. Also diese Dinger machen Spaß, aber ich finde, wenn du etwas leichter bist, machen sie noch mehr Spaß, möchte ich jetzt mal sagen. Im Winkelwerk, da muss man schon sehr gut sein, dass man irgendwen schnupft, aber auf der Geraden ist es total easy. Ja? Also deswegen habe ich auch diesen Herrn da hinter der Kamera überholt und den Herrn Friedmann. Scheiße, ja, der Rainer war richtiges Opfer. Muss ich sagen, also wenn die Gerade nicht ist, dann picken wir zusammen bis zum Schluss, oder? Ja, das ist Wahnsinn. Ja, total geil. Also wenn ich die Möglichkeit nicht habe, dann sehe ich kaum irgendwo, außer so eine brutale Reinbremsaktion wie von dir bei der, bei der Schikane. Scheiße, jetzt kommt das Video dazu. Zack. Natürlich wird schnell getankt und nochmal eben hinten ein bisschen Dämpfung gegeben, weil ich habe nämlich keine mehr. Irgendwas. Wie sieht eure weitere Strategie aus? Keine. Keine. Nein. Doch, gewinnen. Es gibt keine Strategie. Es gibt nur nach vorne. Nach vorne? Nur nach vorne. Alles klar, läuft. Wir orientieren uns nach vorne, ist ganz einfach. Genau. Ihr müsst nur aufpassen, dass euch nicht der Transponder geklaut wird. Unter anderem. Oder wir das falsche Motorrad nehmen. Kann auch passieren. Gegeben. Die sehen ja alle hat's gleich aus. Ne? Genau, ja. Genau. Sogar fast die gleichen Startnummern auch. Also, ja, wenn man nicht sehen kann, 5. ist es ein großer Nachteil. Genau. Ja. Aber es gibt auch eine 7 und andere Nummer gibt es auch. Max Neukirchen zum Beispiel orientiert sich an der Lederkombi-Farbe. Ja, das ist nur ein Problem, ist mehrere Fahrer er haben schwarze Kombis. Wirst du auch mal so schnell wie Max? Nein. Ich bin ja intelligent. Voll. Oh Gott. Hey. Max, was war los? Abbruch? Ja, leider ist jemand gestürzt, aber nicht von unserem Team. Okay, aber also, mit so einer kleinen auch einer? Nein, nein, mit einer 1000er BMW, glaube ich, RR. Aber es geht jetzt gleich weiter und ich fühle mich sehr gut. Ja. Ich denke, es ist Zeit für einen neuen Rundenrekord zum Knacken. Auf jeden Fall, der Stefan war jetzt ziemlich frech gerade im Interview. Du kannst ihm jetzt mal einen frechen Gruß zurückschicken. Ich habe gefragt, alles, ob er auch mal so schnell wird wie du. Die zwei haben eine riesengroße Klappe, aber nichts dahinter. Und jetzt fahren wir ja zu dritt raus und genau. Dann werden wir, denke ich, mal ein schönes Battle haben. Super, immer reinhalten, immer reinhalten. Immer. Ich zähle komplett auf dich. Top, läuft. Jo.
Erzähl doch mal was. Was geht ab? Die ganze Zeit so eine große Klappe. Wie ist ein Drama. Wie ist deine Strategie? Immer nach vorne. Immer nach vorne. Wir sind ja Sportler, wir sind ja agil. Wir haben jetzt ungefähr 5-mal die Strategie geändert. Ja, und jetzt weiß keiner mehr, kennt sich keiner mehr aus. Genau das war unser Plan. okay. Wir verstehen uns. Ja, genau, ja, genau. Mehr darf ich auch nicht verraten, aber wir sehen uns nachher auf dem Podium. Top. Und Mädels, läuft? Ja, läuft auf jeden Fall. Du bist gerade der Fahrzeughalter, oder? Ja, professioneller Fahrzeughalter. Motorradständer. Diplom-Fahrzeugständer bin ich. Genau. Das ist übrigens dieses Renngerät, dieses ultraschnelle Gerät. Christoph, wie kommst du klar so in diesem Hochgeschwindigkeitsbereich? Also auf der Geraden ist das Ding eine Waffe. Wahnsinn, ne? Wahnsinn. Die ganze Zeit Wheelspin, das Hinterrad permanent am Durchdrehen. Es gibt keine Traktionskontrolle, es ist einfach pur. Nichts, pures Fahren hier. Die pure Leistung. Und der ganze Krach kommt hier hinten aus diesem Akrapovic-Auspuff, liebe Freunde. Das ist mal so das Höllenrohr hier. Zoom da mal rein. Und läuft bei euch? Ihr seid so unscheinbar unterwegs, ne? Aber die Konstanz macht es am Ende. Ja, die Erfahrung auch. Und vom wenig sprechen, nichts verraten. Eigentlich ist es Demut. Demut. Aber passt gut auf euren Transponder auf, ne? Ja, der war schon. Den verliert man schon mal. Aus Versehen so. Das ist nicht lustig. Nein, ist nicht lustig. Ist das nicht schön? Nein, das ist nicht schön. Du hast keine Ahnung über den Verbleib unseres Transponders, ist dir nichts bekannt. Okay, nee. Ach so. Ja, und der Horst hier ist eingesprungen und dann habe ich rausgekriegt, dass der Horst sich gar nicht so beeilt hat. Hat man gehört. Sicher, bin die schnellste Runden gefahren. Ja, aber nur mit deinem Motorrad. Nein, das sieht nur so locker aus bei mir. Ach so, jetzt. Weil ich fahre viel aus der Hüfte raus. Aus der Hüfte raus, top. Also hier lauter prominente Fahrer, liebe Freunde. Genießt jetzt noch die Bilder, jetzt kommen ein paar Fahrszenen noch. Zack. Anbremsen, zwei runterschalten. Restbogen, ich nehme noch einen dritten runter. Dann kann ich hier im Seitenpunkt nochmal, aber ich weiß nicht, ob es das bringt. Das war jetzt anstrengend so ein bisschen. Und ich habe es auch wieder verspackt, weil ich gedacht habe, es wäre abgewunken, weil rot war und deswegen bin ich schon rausgekommen. Aber die anderen fahren einfach weiter. Die ignorieren das einfach. Aber wir nutzen jetzt die Zeit zum Tanken. Schön eine Minute tanken, alles gut. Das Fässchen wieder voll. Sprit kostet ja nichts, ne? Top, läuft. Aber jetzt erstmal Päuschen, ne? Erstmal stärken. Also ich bin schon wieder am Zittern. Wahnsinn, das liegt nur daran, dass ich übertrainiert bin. Total irre. Leute, ich habe mich so gefreut, heute einfach ganz unspektakulär die KTM RC390 zu fahren. Da ist jetzt noch so eine Battle rausgefahren wird, ist ja natürlich ein Highlight. Und neben mir sitzt der Max Neunkirchner und du bist im Endeffekt ja der erste Le Mans-Sieger, deutsche 24 Stunden. Ja, immer. Le Mans-Sieger. Immer noch da. Immer, ja, immer noch amtierende. Der Amtierende, das hat noch kein Deutscher wieder geschafft. Voriges Jahr ist Markus Reinberger der Zweiter geworden in Boldur. Aber ich bin wirklich immer noch der erste Deutsche, der in Le Mans überhaupt in Langstrecken, 24-Stunden-Langstrecken-WM-Lauf gewonnen hat. Ja. Geil. Aber deine Geschichte ist noch ein bisschen länger. Ne? Du bist alles Mögliche gefahren, zum Schluss IDM, Superbike. Ja, ich bin natürlich über 10 Jahre Superbike-WM gefahren, Supersport-WM, habe 9 Podiums in der Superbike-WM rausgefahren, habe um den WM-Titel gekämpft, 2 Siege rausgefahren, war Suzuki-Werksfahrer. Und die letzten 3 Jahre war ich noch Yamaha-Werksfahrer in 24-Stunden-WM-Lauf. In 24-Stunden-WM. Aber leider haben wir es nicht mehr geschafft. Wir sind zwar auf dem Podium gefahren, aber noch kein Weltmeister. Aber dieses Jahr soll es anders werden. Genau. Und da hat sich jetzt was getan bei dir. Du bist jetzt Teamchef, nimmst dich so ein bisschen raus, als Reservefahrer noch unterwegs, wenn mal was klemmt. Leute, ich kann euch sagen,
der ist so schnell, das ist der Wahnsinn. Also die anderen sind ja auch schnell, ne? Ich will mal kurz aufzählen. Stefan Nebel, Dario Giuseppetti, Horst Seiger. Also wir haben schon eine gute Besetzung, ne? Aber die hast du ganz gut im Griff auch, die Jungs. Das macht Riesenspaß mit der 390er. Man hat wirklich gar keine Leistung. Ich habe ja auch selber angefangen. 97 war mein erstes Jahr, wo ich Rennsport fahren, war ich gerade mal 14. Okay. Und da bin ich auch 125er. Das war der Junior Cup. Das waren noch vor zwei Takter. Ja. Jetzt sind es ja vier Takter, 390er. Ja. Und das ist ungefähr das Gleiche. Und ich mag das und kam damit gut zurecht. Und natürlich ist es ein geiles Battle. Ja. Ihr wollt natürlich jetzt wissen, wo ihr den Max verfolgen könnt, deine ganzen Aktivitäten, wo ihr das alles mitkriegt. Du bist Facebook, Instagram, YouTube. Also man findet dich eigentlich. Ich habe auch eine eigene Homepage, max76.com. Natürlich. Genau, blende ich mal ein hier, max76.com. Genau. Kann man sich aber auch gut merken. Top. Ja, das stimmt. Yeah, wir haben gewonnen! Schön! Oh. Wie ist es gegangen, Christoph? Ja, geil, ne? Geil! Leider geil! Nicht überrundet, alles gut. Alles gut, wunderbar! Top! Leute, die Kraftrad, ein Daumen! Schön mal das Heft gucken! Cool! Wir glauben, unser Team hat gewonnen. Also jeweils. Unser Team. Wir haben gewonnen. Der Uwe glaubt, Sainz hat gewonnen. Also wir haben gewonnen, hätte ich gesagt. Genau. Über das Motorrad ist ja gar nicht so viel zu reden. Es gibt einfach keine Extras. Deswegen muss ich euch auch nichts über Extras erklären. Und wie ihr seht, glaubt jedes Team gerade, dass es gewonnen hat. Geil, oder? Geil. Hast du Spaß gehabt? Auf jeden Fall. Ich liebe sowas, ich liebe sowas. Top. Hammer geil. Einfach mal reduziert auf ganz wenig. Ich weiß jetzt schon, was in den Kommentaren steht. Viel Doch, zu wenig. Es hat absolut eine Berechtigung, weil man so viel Spaß damit haben kann. Auf jeden Fall. Die Leute müssen erstmal selber die Erfahrung machen, um genau. zu beurteilen können. Genau. Und dann könnt ihr Motorräder fahren mit Traktionskontrolle. Eben. Alles gut. Ja, hier sind jetzt alle aufgebahrt, die ganzen Rennfahrzeuge. Wie man auch sehen kann, die Reifen haben ordentlich was abgekriegt. Wo ist unser Bike? Hier. Ja, also da hängen schon die Puzzlechen weg. Das ist enorm. Aber der Reifen hat immer noch Grip. Das ist echt Wahnsinn. Haben wir hier im Endeffekt den Metzler M7 RR. In der Größe 150, 60, 17. Das, was der Original drauf ist, weiß ich jetzt gar nicht. Macht die Reifen drauf. Und dann könnt ihr auch Rennen fahren damit. Top. Ja, wie gesagt, hier ist das Ding ist natürlich modifiziert. Keine Schalterarmatur. Hier sind die Klapphebel montiert, falls man mal stürzt. Es hat eigentlich nur zwei kleine Ausrutscher gegeben. So, Freunde, wir haben jetzt die Auswertung gekriegt, waren uns in unserer Sache schon sehr, sehr sicher. Der Fehler liegt im Detail. Wir haben ein nicht ganz unwichtiges Ersatzteil verloren, und zwar den Transponder. Ja, bei einem Stint. Genau. Deswegen fehlen uns die Runden und wir sind jetzt leider nur Sechster geworden. Genau. Aber dafür haben wir die schnellste Rundzeit gefahren. Schnellste Rundzeit, am konstantesten, sonst ohne Ausfälle. Und das Schlimmste war ja noch, wir sind nicht nur einen Stint ohne Transponder gefahren, sondern einen auch mit einem falschen Reservetransponder. Ja, das stimmt. Steht leider nicht auf der Liste. Danke dafür. Aber wir sind Beste halt sportlich genug, dass wir den anderen den Sieg gönnen, der uns gehört hätte. Ne? Ja. Und noch einen Preis haben wir extra gewonnen, weil wir waren das schönste Team. Ja, auf jeden Fall. Top. Wenn ihr das auch so schön fandet, dann lasst gerne ein Däumchen da. So machen wir das. Plopp, plopp. Und dann geht's hier auch zum nächsten Video. Und da könnt ihr noch ein Abo da lassen. Ihr seid die besten. Tschüssikowski.